Hey, weißt du eigentlich, dass die Toten in Brilon früher auf dem Kirchhof der Propsteikirche beigesetzt wurden? Das Gelände rund um die Propsteikirche ist mehr als 5 Jahrhunderte lang als Friedhof für die Verstorbenen der Pfarrei und ihrer Filialdörfer genutzt worden. Im Laufe dieser langen Zeit dürften hier mehr als 30.000 Personen ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Alle alteingesessenen Familien besaßen ein eigenes kleines Grabfeld, das immer wieder genutzt wurde. Aus diesem Grunde war der Friedhof ziemlich ungleichmäßig mit Gräbern belegt. Manche Grabstätten wurden mit gusseisernen Grabplatten abgedeckt, von denen noch 10 vorhanden sind. Sie hängen heute im Turm der Propsteikirche. Einen kleinen Teil des Friedhofs reservierte man für Fremde, die in Brilon verstorben waren. Dieser Teil war unter dem Namen Jakobsbegräbnis bekannt. Seit 1788 wurde auf Anweisung des Kurfürsten von Köln die Bestattung nur noch in Reihengräbern erlaubt. 1807 musste der Friedhof auf behördliche Anordnung aufgegeben und vor die Tore der Stadt verlegt werden.